So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Resident Evil 5. Ja, immer noch kurz nach der schwierigen Stelle. Ich bin ganz froh, dass wir das auch einigermaßen gut überlebt haben. Jo, es ging, aber... Wir haben ja hier die Gatling-Guns hier, der Gegner, gegen die selbst angewandt. Ja, das war echt gut. Hat doch ordentlich an Munition gespart. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Also, ganz komisch, dass ich das vorher nie überlegt hatte, das zu tun. Das gehört jetzt, wenn wir uns hier so in Irving. Wird langsam Zeit, wir rennen ja schon seit 10 Parts hinter dem her, mindestens. Richtig. Oh. Sind das Banyan-Bäume, Hoffi? Schöner Schuss. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Zockerzone. Oh ja. Jetzt müssen wir Octopussy kaputt machen. Ja, der hat ja verschiedene Phasen immer. So, ich bin dann so geschützt. Ist das richtig erstmal? Ja, ne? Ja, genau. Und dann versuchen wir die Bubble vorne zu treffen. Wenn du ihn siehst, sagst Bescheid, ne? Und links ist er? Da ist er. Ja, ja. Komm ich nicht ran. Ich muss einen anderen nehmen. Und dann kommen wir so Tentakel raus. Die müssen wir dann schnell abschießen. Jetzt zum Beispiel. Direkt auf die Tentakel oder auf den Köpfe der Tentakel? Auf diese gelben Passagen da. Ach so, Dead Space mäßig. Ja, genau, dann fliegen die gleich weg. Stimmt, sowas. Wenn man trifft. Ja, nice one. Oh, da ist noch einer, scheiße. Okay. Und das will die Bubble. Und dann vorne auf die Bubble, okay. Oh, dies, ich habe hier so ein Einschussdingen, das macht so viel Schaden. Achso, du bist direkt am Raketenwerfer mehr, oder? Ja, genau. Einschussdingen. Raketenwerfer. Oh nein, er hat gerammt. Sau. Jetzt kann man da nochmal drauf schießen, genau. Okay. Ich kann's nicht drehen. Nicht weit genug. Wo ist er? Hinter uns. Auf die Bubble, auf die Bubble. Auf die Bubble. Ja, genau. Und wenn wir ihm genug Schaden gemacht haben, dann kommt er so raus und entlarvt den Irving. Oh, hier ist ein Tentakel.
aber da kein Bubble. Ich weiß auch nicht. Da muss man, glaube ich, nur weg, sonst hauen die einem. Da kann man auch nicht ausweichen sonst. Ich renne mal. Also da muss man manuell ausweichen, glaube ich zumindest. Oha. Oh. So, ich glaube, wir können. Nein, er hat mich. Kann man nicht machen, er gibt mir nichts. Jetzt kann ich mich losreißen. Ich weiß nicht, ob ich da auch drauf schießen kann. Nächstes Mal nehme ich ein Geschütz. Da ist er auf der anderen Seite. So, ach so, schießen. Na, dann getroffen, ich weiß es, ich glaube eher nicht. Wasser. Oh, Tentakel-Action. Ist wieder? Ja. Oh, wir müssen uns beeilen. Ach so, die Tentakel-Action. Wir müssen... Wow. Große Tentakel, zerstörbare Tentakel. Bubble Action, okay. Bubble Action it is. So, hier mal. Jo, endlich mal. Der war gut. Na, ich hab falsch gedrückt. Was ist das für ein Kopf? Schlecht. Wo ist er? Hier liegt irgendwo noch ein. Kit, ja, komm, wenn du mal das andere Seite, ich nehme nach ganz nach hinten aufs Boot und nimm das Hypospray, was da liegt, wenn du noch einen Platz hast. Nee, ich glaube, ich bin voll. Wo ist er? Wo ist er? Gefühlt. Ja. Oh ja. Es ist Early jetzt Time. Also am schnellsten kann man die Stelle machen mit voll ausgebauten Waffen, aber über diese verfügen wir nicht. Also ist das hier die beste Wahl, mit den Schützen das zu machen. Oh nein! Da hat er mich erwischt. Wo bist du? Jetzt habe ich Platz für Turbospray. Okay, hier hinten in der Ecke hast du es. Oh, er ist wieder offen. Nein! Oh nein! Machen wir jetzt? Ich kann's geschützt. Ja, ne, das sind die Tentakel, du musst aufpassen. Die hauen richtig zu jetzt. Ich auch, weich auf. So, Tentakel sind weg bei mir. Wow. Ich hier jetzt auch. Neue Tentakel. Oh, Mega-Tentakel. Der hält was aus, ne? Boom. Ja. Ausweichen! Scheiße, kam gängig. Wo ist er? Hinter uns wieder. Bubbelt. Jo, ich geh auf die rechte Seite. Okay, Tentakel sind weg. Yes! Das war aber einfach. War's das? Hatte der noch eine Überraschung? Ich glaube nicht, ne?
Das war nicht schwer. Wie angekündigt, war die Präzision super. Wir haben es geschafft. Das muss reichen. Das muss reichen, das stimmt. Ja, aber unter 50%, das ist schon gut. Gut, aber es lag ja, wie gesagt, an den MGs vor allem. Ja, ich weiß nicht, was sagt der Timer? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Wir haben noch Zeit. Okay, dann einfach mal auch weiter, ne? Ich finde, wir können heute eh eine längere Folge machen, weil wir nur zwei Parts aufnehmen. Ja, ja. Dann die ruhig ein paar Minuten länger. Aber jetzt dürfen wir erstmal Geld ausgeben. Oh yeah. Beziehungsweise, wir haben ja nicht wirklich Schätze eingesammelt, doch den einen Saphir da für 1000. Ich glaube, das spare ich erstmal. Puh, dann schmeiße ich hier tatsächlich mal Pump-Action-Munition raus. So. Ich habe jetzt nur ein grünes dabei. Vielleicht kaufe ich mir mal spaßhalber ein Hypospray. Für 1000er? Ja, da kann man nichts sagen, ne? Bam. Das ist echt ein super Preis. So, dann hier doch mal upgraden. Hat man eigentlich Schätze? 1000, wie gesagt, den Saphir. Ach so, ja. Ich habe meine Waffen immer nachgeladen, ärgerlicherweise. So, ich kann zumindest bei der Pump-Action noch ein bisschen Kapazität rausholen. Ja, beim Gewehr spare ich auch noch, so. Boah, geldmäßig echt sehr sparsam. Nächstes Level wird dann bestimmt etwas... Also, wo wir wieder zu Fuß unterwegs sind. Ja, Gott sei Dank, ey. Werden wir gleich wieder ein bisschen mehr Spaß haben. Aber ich habe wieder nur einen Slot frei, aber die Granate werde ich gleich mal benutzen. Aber lief gut beim Boss, ne? Spur zu gut für meinen Geschmack. Ja, genau. Hat den schwerer in Erinnerung. Also dann scheint mir der auf Profi oder wie der nächste Schwierigkeitsgrad heißt, doch deutlich viel mehr auszuhalten. So this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. Sieht fast so aus, als würde bei Resi 4 da gleich ein Händler sein, ne? Richtig. You two are really going to go through with this. Klar. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Tja, und da sind wir wieder ganz alleine. Ja, also ein dritter Mann wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Mhm. Aber mal gucken, vielleicht kann er ja wirklich Verstärkung holen. Glaubst dran? Ich durfte gerade feststellen, dass der Schlüssel fehlt für das Motorboot. Verdammt, Tags. Der hat Ashley. Oh, Flashback. Bist du? Oh ja. Das sag ich nicht, nein. Pistole ist für dich eher. Ja, Höhlen und so, ne? Ach ja, jetzt geht das los. Könnt ihr verbinde ich eigentlich nur Schlechtes mit diesem Game? Lustiger neuer Gegnertyp. Na, jetzt im Nachhinein gibt es echt keine Stelle, wo ich sage, oh ja, jetzt kommt bald die. Ah, hier hängt doch was an der Decke, kann das sein? Nee, hier hängt hier immer wieder mal was an der Decke, da müssen wir auf jeden Fall die Augen offen halten. Ah, jetzt habe ich meine Brandgranaten nicht dabei. Hätte ich das mal gewusst, dass das diese Map kommt. Ach, Spinny Spanny. Und endlich ein riesiger Teil, wo Spinnen gibt. Aber ich finde, die Spinnen sehen hier voll unspektakulär aus. Die können auch manchmal ganz schön nervig sein. Ja, das auf jeden Fall. Aber so richtig furchteinflößend sehen sie nicht aus. Nee. Haben die überhaupt 8 Beine? Vielleicht sind es gar keine Spinnen. Ja. Hier, da kommt schon die nächste. Sau. Schau mal, die haben nur 6 Beine, ne? Das
mal gucken. Stimmt. Wir zählen jetzt meine. Das sind 6. Also es ist keine Spinne. Da kommt was. Ich glaube, es ist eine Spinne, Hoffi. Bleiben wir erstmal so unspezifisch mit was. Komm her, Spinne. Soll ich hier mal hochklettern? Na, da geht's gleich weiter. Achso, okay. Jetzt kommen wir erstmal nochmal hier, lösen wir gleich mal eine kleine Spinnenarmee aus. Oha. Wie gesagt, Flashbang zerstört alle Spinnen auf einen Schlag. Ach, Flashbang auch? Jo. Sind so die sind lichtempfindlich? Die sind extrem lichtempfindlich. Geht's hinter dir schon los? Nö. Schau mal, hier oben ist eine Geheimtruhe. Nice. Da finden wir aber mal ein schönes Schätzchen. Wenn man nämlich zurückguckt, da hängt, glaube ich, irgendwo noch da oben Blitz. Das, schau mal, du hast es angesprochen vorhin. Oh yeah. Saphir. Yeah. So, wenn wir jetzt hier rausgehen, geht's los, glaube ich. Oha. Ja, Mann. Aber das TMP-Action auf jeden Fall richtig, ey. Ja. Gut, Shotgun ist auch nicht verkehrt. Aber die TMP ist da doch echt sehr sparsam, finde ich. Oha. Ich kletter natürlich auch noch mutig vor. Das ist auch die eine Spinne jetzt, oder was? Ich höre es zischen, Digga. Da ist irgendwo noch Spinnengedöns. Hinter uns? Nee. Ich glaube nämlich auch, ja. Nee. Alle Chico eigentlich, ne? Aber hast du es auch gehört, ne? Ja. Jetzt TMP-Muni. Aber irgendwas ist hier wirklich noch. Hier vorne geht's gleich weiter. Oha. Ah, hier ist noch mal ein Schatz. Ach, wieder in so einer Maske getarnt. Diesmal in so einem Licht. Oh ja. Was ist das? Unter uns. Oh, ja, ja. Ich dachte, die wäre schon futsch. Ja, das ist der Blöde, ne? Gerade da im Gebalk, da sieht man auch nicht, was lebt. Ja, da sind tausende von Füßen in die Luft. Da kommt einer. Ja. Boah, was hüpft er denn da so? Oh nein, jetzt will ich auf einmal Munition sparen, ich trottel. Oh. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben es wieder eine Welle an Spinnen gelegt. Oh yeah. Habe ich die Munition überhaupt aufgehoben, die du mir doch vorhin netterweise freigesammelt hast? Ich glaube schon, oder? Okay. So einen Noob-Fehler machst du doch nicht. Nee, außer bei. Der Gelegenheit hier. Die können das wieder blinken. Ja. Die verstecken das im Licht, damit du das Blitzeln nicht so siehst. Ach so. Das ist der Trick. Da ist nochmal, sehe ich auch. Ah, genau. Ja. Die Schweine. Und hier unten war auch nochmal was. Und da ist also unser Hilfeschrei nach mehr Schätzen. Oh, hier ist noch was. Ja, da ist richtig was. Da ist unser Hilfeschrei nach mehr Schätzen ja voll aufgegangen. Ja, Mann, hängt hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich denke mal, 3 Edelsteine sollten auch erlangen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Hofster. Das Umbrella-Ausbildungszentrum wird in den Arclay werden. Da geht's auch gleich knackig los. Und das Schöne ist, da kommt auch gleich ein Checkpoint. Ah, das ist schon mal gut, ja. Ist es doch die Betthöhle? Ja, Mann, wir haben sie gefunden. Wir sind unter Arkham. I never knew such a place existed here. Ja, sonst wäre es ja auch keine geheime Betthöhle. Betthöhle? So, weil ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist doch schon der schöne Aussichtspunkt für die nächste Folge. Denke ich auch. Und dann sehen wir uns. Ja, Mann. Und dann sehen wir uns nämlich wieder, wenn es heißt. Soccer Zone spielt Resident Evil 5. Auf den Spuren von Tomb Raider. Oh ja. Okay. Oh ja. Hier geht's auch echt nochmal rund, ne? Ja. Also das ist ja noch nicht das mit dem Verschieben. Das ist ja das mit den fiesen Laserspiegeln und den üblen, wo wir uns aufteilen müssen. Oh ja. Wo wir auf jeden Fall sterben werden. Das ist schon mal richtig geil. Oh ja. Und da unten blitzt schon ein Schatz. Und da hinten blitzt auch ein Schatz. Also man sieht schon zwei Schätze. Ach, die sind überall. Überall sind sie. 3 Schätze sieht man schon blitzen. Da hinten einer. Da einer. Und hier an Türgedöns. Oh Mann. Also. Wer die Schätze sehen will, wer uns fehlen sehen will, der schaltet einfach wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.